Es krabbelt und kriecht in My Free Zoo. Schau rein und lern alles über das neue Terrarium. Das Terrarium ist ein ganz neues Spielelement in My Free Zoo. Hier könnt ihr neue Tiere wie kleine Reptilien oder Spinnen in eurem Zoo halten. Voraussetzung für eure ersten Terrarientiere ist ein Terrarienhaus. Das gibt es in drei Größen im Shop im Bereich Gehege, wo ihr jetzt den neuen Button für Terrarien findet. Je größer das Terrarienhaus ist, desto mehr Terrarien finden sich darin. Ihr habt also mehr Platz für Tiere. Die Terrarientiere findet ihr ebenfalls im Shop. Bisher gibt es das Chamäleon, die Kobra und die Vogelspinne. Und ihr könnt euch sicher sein, dass immer wieder mal neue Tiere dazukommen. Ein Tier ins Terrarium zu setzen funktioniert genauso wie bei den Gehegen. Klickt erst die Tierkarte an und klickt dann auf das Terrariumhaus. Das Haus betreten könnt ihr mit dem neuen Button mit dem Glaskasten. Hier könnt ihr eure Tiere bei ihrem Treiben beobachten. Ihr könnt auch Verbesserungen wie die Zuchtlampe, die Behausung oder Spielzeug ins Terrarium setzen. Das funktioniert genauso wie Tiere einzusetzen, per Klick auf die Karte und dann aufs Terrarienhaus. Ihr könnt mit Terrarientieren spielen und sie genauso füttern und pflegen wie die anderen Tiere. Die Tiere lassen sich natürlich auch züchten. Ihr könnt sie auch an Organisationen spenden. In der Organisation leben die Tiere dann nicht mehr im Terrarium, sondern gemeinsam mit den anderen in einem Reservat. Also probiert doch einfach alles mal aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Terrarium und den neuen Tieren. Macht's gut! Es gibt noch mehr Videos zu My Free Zoo. Klick auf das Bild und schau doch mal rein. Du kannst auch den Screencast abonnieren und so keine neuen Videos mehr verpassen.